Das war deine Aktion. Aaron, was tust du? Also, bin ich jetzt am Explodieren oder was passiert gerade mit mir? Also, Mach oder mal was? einen Konstitutionsrettungswurf bitte und einen Weisheitsrettungswurf. Zwei Rettungswürfe. Konstitution und Rettung. Ja, und Okay, Intelligenz. Konstitution war super. Das war Intelligenz. Ich brauche Weisheit. Ah, Entschuldigung. Macht nichts. Macht nichts. Alles gut. Weisheit, wo ist denn da? 20. Oh, nein, sehr schön. Halt hier Das rein, die 20er. Ja. heißt, es ist gut für Aaron. Okay, so weit, so gut. Das ist gut für Aaron. Oh. Aaron, du explodierst nicht. Dein Körper wird geschüttelt von den blauen Linien. Du siehst, wie das Eis von Agathos durchbrochen wird von den Blitzen. Du zitterst einen Schritt zurück und hörst in deinem Kopf: Nimrod, 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 aufgepasst, Nimrod, 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 komm her, hilf mir. Gute Arbeit, Nimrod, verdammt gute Arbeit. Nimrod, lass Hauser in Ruhe, ihr zwei solltet echt getrennt sein. Nimrod, Nimrod. Und dann sagst du mir bitte, wie viele Stufe 2 Zauberslots du noch offen hast? Moment. Spells, Stufe 2 habe ich noch. Ich habe vorhin einen benutzt. Ja, dann passt es. 2 habe ich noch. Noch zwei. Das heißt, Magic Missiles sind 3 plus 1 plus 2 sind 10 Magic Missiles lösen sich von dir. Du hast keinen Zweier-Zauberslot mehr. Aus dir heraus schießen blaue Energie. Ein Feuerwerk an magischen Geschossen und schlagen ein. Es sind ja nur Zombies vor mir, ne? Winch ist vor dir, Black Viper ist vor dir, Thala ist vor dir, Nefari, Gargok, ja, Mycroft ist schon weiter unten. Ich schaue einfach mal. Wir lassen den Zufall entscheiden. Das macht ja viel mehr Spaß. Also, wird Nefari getroffen? Nein, wird nicht getroffen. Wird Gargok getroffen? Ja, wird Welche getroffen. Damage-Art ist das? Wird, Moment, magische Damage, volle Okay. Kanne. Winch wird getroffen. Black Viper wird getroffen. Ivon Thala wird getroffen. Ich würfel nur unter 3. Das gibt's ja gar nicht. Mycroft wird nicht getroffen. Der Rest ist draußen. Das heißt, Gargarok und alle Bösen werden einmal getroffen. Das heißt, es waren 1, 2, 3, 4, 10. Das Das ist ist ein Gargarok. D4 plus 1. Ja, 1d4 plus 1. Genau. Das sind 5 und 9 Schaden für Gargarok. Hey, wie haben die denn erwischt? Zwei gehen auf Gargok nieder. Zwei gehen auf Winch nieder. Winch zerlegt's. Sogar beim Explodieren bricht sie noch um. Oh, jetzt ist mir gerade mein Browser rausgegangen. So, muss man ja hier aufmachen. Black Viper bekommt zwei, sind vier, sind auch neun, aber der ist noch fit und frisch. Dem geht's super. Und Ivon Talos kriegt drei ab, die verbleiben. Tuch, tuch, tuch. Der ist auch böse mitgenommen jetzt. Und du wirst wieder Herr deiner Sinne. Aaron, was tust du? Jetzt ist deine Runde. Ah, jetzt kann, ach so. Wow, habe ich Ja. zwei Fragen. Nummer eins, habe ich noch meine Rüstung? Oder ist sie jetzt weg? Ja. Okay, die ist noch da. Nein, die Cool. ist noch da. Du hast Okay. keinen Schaden bekommen tatsächlich durch deine zwei perfekten Rettungswürfe. Sonst hättest du den vollen magischen Geschossschaden gerade bekommen. Okay, aber jetzt ist erstmal wieder alles safe oder ist noch irgendwie Gefahr im Verzug mit meinem Arm oder so? Deine Arme beginnen langsam wieder rauchend ihr Glühen zu verlieren. Okay, weil ich hätte jetzt theoretisch noch den Dreier auch nehmen können, aber wenn jetzt nichts mehr ist, dann lasse ich es erstmal bleiben. Du würdest sagen, das war jetzt tatsächlich dieser Name, der in deinem Kopf halt, der Okay. das ausgelöst hat. Okay, puh, da habe ich nicht gerechnet. Moment, jetzt brauche ich mal eine Sekunde, um kurz klar zu kommen. Ich habe jetzt auch keine Zauber mehr. Zumindest Kein keine Problem. Level 2 Zauber mehr. Das ist richtig. Dann. Ach, was soll der Geiz? Dann schieße ich jetzt Mr. Thaler nochmal die restlichen Magic Missiles ins Gesicht. Und zwar mit Was du Stufe noch 1 halt hast. dann. Stufe 1, alles Genau, klar. habe ich noch keine benutzt, deshalb. Nee, das stimmt.
Hab ich da dann hau das mal rein, deinen vollen Schaden einfach, den du hast. Und Gargaok, was machst du? Moment, wie habe ich denn da? Vier sind es. Vier plus vier. Okay, dann habe ich, Moment, ganz kurz, vier Stück, zack. Die treffen ja sowieso. Ja, plus vier sind 14 Schaden. Richtig. Bam. Und dann stelle ich mich noch zwischen Black Viper und Thaler auf diese Schräge, wenn das geht. Ja. Dann ist nämlich Black Viper noch umzügelt. Gargaok, was tust du? Komme ich an Sinister ran? Ja, durch das Spiegelbild von Minecraft kommst du dran, ja. Kann ich Sinister wegzerren? Schubsen geht ja nicht, da steht Minecraft. Von Vio, also in irgendeine Richtung. Ach so, du könntest ihn auch platthauen. Ach, ist der schon sehr angeschlagen? Sinister ist angeschlagen, ja. Dann hauen wir Sinister doch einfach platt. Ja, also mit den Attacken, die du hast, dürfte das klappen. Ja. Und er ist umzingelt? Ja, wundervoll. Jawohl. Also ich dachte, du wolltest dahin, ne? Ja. Also hinter der Statue stehst du. Ich dachte, der ist noch nicht so kaputt. Aber wenn ich ihn kaputt kriege, dann machen wir doch das. Am besten geht es tatsächlich Black Viper. Jetzt komm ich. Machen wir Sinister platt. Mhm. Eine Attacke trifft schon mal. 24. Und 16 trifft auch, oder? Ja, alles über 12, oder? Mit. Ja. Entschuldigung. Alles, beide treffen, ja. Dann haben wir 24, 24, 24, 26, 27 Schaden. Ich glaube, Sinister fliegt in Teil. Pulverisiert Sinister. Gut, ich bin sauer. Wie sie alle die tote Vio angegriffen haben. Ich werde euch alle platt machen. Und wenn ihr wieder aufsteht, mache ich es nochmal. Sinister macht verschwindet. In Schatten und Wut. Ivor ist dran. Ihr seht, also seine Gestalt flackert, die Schatten fetzen irgendwie zur Seite, der Schädel rutscht runter, wieder hoch und kann seine Gestalt nicht mehr halten und macht seine letzte legendäre Attacke, denn er hat nur noch 2 Lebenspunkte. Die letzte legendäre Attacke macht er auf Aaron steht nebendran. Nimrod! Und öffnet seinen Kiefer. Und entweder das mittlerweile Kiefer, eigentlich auch? Ja. Okay. Aus dem Kiefer schlingen Schattententakel auf dich zu. Und von denen macht Argadis die Extra-Rüstung? Nee, ne? Die Rüstung bleibt normal. Nur genau. Deine Lebenspunkte. Ja, ist gut. 3, 4. Okay, alle 5 Attacken treffen. Oh. Ja, das ist nicht viel Schaden, aber es sind halt viele Attacken. 7. Aber jetzt pass mal auf, wenn der 5-mal hintereinander angreift, er kriegt doch bei der ersten Attacke kriegt er noch 15 Schaden. Stimmt. Das also heißt, er wird sowieso bloß eine Attacke, das heißt, du kriegst die 5 Schaden, genau, und dann machst du dann, ja, wunderbar. 15 Schaden an ihm. Ja, also ein Tentakel kommt raus und schlägt dich und dann siehst du, wie Agathys Rüstung die Eisstücke in seine Gestalt haut und die letzten Schattenfetzen mit dem Eis weg. Und damit, tut mir leid, Viper, zerfällt auch der letzte erschaffene Zombie. Vielen Dank, lieber untoter Chat, fürs Mitspielen. Dankeschön. Das hat Spaß gemacht, Freunde. Sind wir aus der Initiative raus? Die Initiative-Runde ist dran. Dann renne ich jetzt zu Vio und check sie aus. Ah, das könnten wir öfters machen. Hui. Halt den Mund. Vios Augen schauen dich an, die Lippensprungen, Blut läuft ihr über die Stirn hinweg und sie sieht trotz Halbelfe etwas gealtert aus, die Wangen eingefallen, als wäre Lebenskraft aus ihr rausgezogen.
Ja. Ja, also, aber wie ist denn ihr Zustand? Tot. Sie ist tot. Du legst die Finger an. Technisch gesehen hat sie einen Todesrettungswurf nicht geschafft und zwei Zombie-Attacken. Der Leech selbst hat ihr das Leben ausgesaugt. Vio liegt tot auf diesem Friedhof. Ja, gut. Schade, dass das durch den riesigen Betrug passieren musste. Wieso? Naja, weil die Thunderwave kann doch mit mir als Mittelpunkt gewirkt werden. Okay. Und damit hätte ich Vio nie getroffen. Ha. Ist cineastisch aber schöner. Und wenn es dich beruhigt, sind wir draußen? Aus? Ja, aus, wir sind raus. Okay, alles klar. Wenn es dich beruhigt, löse ich gerne auf. Jetzt, wo wir nicht mehr Charakter, sondern Spieler sind, Vio hatte nie eine Chance. Okay. Lieber Chat, ihr habt abgestimmt für Friedhof. Ich habe hier alle Abstimmungen oben. Welche Quest war? Ihr habt Friedhof untersuchen, Casino räumen, Fabrik säubern. Friedhof untersuchen hat 20 Votes bekommen, Casino 14, Fabrik 7. Vielen Dank für die Abstimmung. Dann war die Frage, in welcher der folgenden Quests ist der beste Loot versteckt? Da war Fabrik säubern tatsächlich warum nicht der im Casino? Beste Loot. Wie komisch. Casino, dahinter stand, was sie bekommen. Die am besten fanden 24 Leute einen seltenen Begleiter, den es in der Fabrik gegeben hätte. Und Feuerwaffen bestimmt. Friedhof, ein mächtiger magischer Gegenstand, das hat nur 13 gewählt. Und Casino, ordentlich Kohle. Ordentlich Kohle, das mach ich schon. Wo warten die stärksten Gegner auf die Ehrenleute? Friedhof mit 24 Votes. Das hat also tatsächlich gepasst. Dementsprechend habt ihr hier die Schwierigkeit erhöht bekommen. Im Gegensatz zu den anderen Begegnungen. Da gab es dann immer einen Extra-Schub. Casino 10, Fabrik 6. Bei welcher Begegnung kommt es zu einem Zwischenfall für Ehren am Friedhof, Gagok in der Fabrik oder Xerot im Casino? Und Ehren am Friedhof hat 17 Votes bekommen. Das hat also auch gepasst. Und der Zwischenfall ist passiert. Ihr Penner, ey. In welcher Begegnung passiert etwas recht Dramatisches? Da hat der Friedhof mit 22 Votes vor 10 und 7 gewonnen. Und tatsächlich hätte Vio natürlich überleben können, wenn Casino oder in dem Fall Fabrik gewesen wäre. Danke, aber da Chat. Alles auf Friedhof gekommen ist. Hat tatsächlich die Abstimmung unabhängig. Der Chat kann das ja nicht wissen. Man sieht, nachdem er abgestimmt hat, seine Ergebnisse bei Strawpoll und nicht vorher. Das heißt, unabhängig hat der Großteil tatsächlich bei 5 von 4 den Friedhof gewählt und diese Geschichte mitgeschrieben. Vielen Dank. Und ich habe super cool, ey. Zwei komplette Begegnungen und Assets umsonst gemacht. Casino oh Gott, ist nebenbei nein. gelaufen und Werkhalle auch. Aber Alter. Wie gesagt, vielleicht wird die irgendwann recycelt und morgen, ins nächste Mal, müssen wir tatsächlich einen NSC betrauern. Naja, wie gut, dass wir schon am Friedhof sind. Ich habe einen Spaß dabei. Wow. Also ich muss echt sagen, ich bin ja nicht besonders mit Vio vertandelt, aber so in den letzten Minuten hatte ich jetzt ganz schön Herzklopfen. Ja. Ja, gut, ja, für nichts. Sie hatte nie eine Chance. Hast du das gehört? Aber das wusstet ihr nicht in den Minuten, wo die Herzklopfen waren. Und das ist das Coole daran. Fuck. Ich hab kurz Herzklopfen, weil ich dachte, dass ich jetzt draufgehe. Mal wieder. Das hat mich weniger schockiert, ehrlich gesagt. Ich hab ehrlich gesagt, wenn du dich nicht an deinen blöden Weihrauch erinnert hättest, dann wäre es halt so gewesen. Ja, ich hab mich an den Weihrauch erinnert, aber ich hatte ja nicht die Chance, ihn zu nutzen. Ich weiß. Gott, ich bin so froh, dass du das gerade beendet hast, Mann. Gerne. Ich muss mir das mal überlegen, wie ich darauf reagiere. Zwei Wochen lang an die Reaktion arbeiten. Ja, Alter. Kätzchen, wir brauchen dich noch eine Runde. Ich dachte, wir sind heute Abend fertig, aber du hast noch keinen Grund zu gehen, denn du hast noch nicht deinen Teil des Deals erfüllt. Woran kann das wohl liegen, dass wir heute nicht fertig geworden sind?
Also irgendjemand, jetzt kommen wir nicht mit dem Laden. Jetzt wieder der Zauberladen. Hat 10 Minuten gedauert. Dieser gottverdammte Laden. Der Zauberladen hatte auch sehr positive Seiten. Wir haben theoretische 1500 Goldstücke im Gepäck. Und mindestens 1000 wieder verloren. Und eine kleine Pastete eventuell. Diese fucking Pastete. Vielleicht. Ben, ich schick dir die Tage mal eine Liste von, also die der Chat hat für mich Ideen Zauber, gesammelt, was gut. Mary noch, was Mary noch für Sachen haben könnte. Ich mach dann das Gesamtpaket. Genau, und du sagst mir dann einfach, was geht und was nicht geht. Ich schick dir dann noch was ich bevorzugen würde und du sagst mir das dann, weil das wird super dann. Lustig. Schreib mir das. Taskete, das Bio, die einsame Insel, weil Xerox beworben war, war doch klar, dass ich. Ja, stehe. Und ich habe ihr nicht mal gesagt, dass ich mit ihr hingehe. Das ist doch geil. Ich meine, hey, Konsequenzen im Rollenspiel, ne, der tut ja zu. Ich gebe zu, das war jetzt rein durch die Umfragen, aber ich dachte, ich lasse den Chat mal so mitmachen, wenn sie schon die Auswahl mit drei Dingern haben. Und es war ja ein Zufall. Also, die hätten jetzt auch alles sagen können, alles im Casino. Und ihr geht zum Friedhof, aber in dem Fall. Ja, es ist schon die sind alle so makaber. Ist schon okay. Lass Vio ihr Grab selbst schaufeln. Chat ist der Grund, warum Nekromanten einfach, wo man die auf Sicht normalerweise erschießt. Normalerweise. Vio köpfen und Mary drauf tun, finde ich auch ziemlich eklig. Alter, ohne Scheiß. Alter, Xeron will mich eh schon tot sehen, das kann ich nicht machen. Junge, Alter, du würdest sowas. Also. Ja, aber auch. Versuch sie doch wieder zu bringen. Die hat freie Bahn, hallo. Wie ist das denn? Wow. Wow, indeed. Freunde, ihr habt 2 Wochen Zeit, jetzt damit klarzukommen, was die Charaktere machen. Und ihr müsst euch überlegen, wie ihr auf das Schiff von Captain Caro kommt, ohne diejenige, die euch auf das Schiff von Captain Caro bringt. Och, nö. Das ja, aber wir kriegen ja noch Loot, ne? Also wir kriegen ja noch irgendwas, was sind. Der Loot steht hier, ihr kriegt nicht den besten, das ist leider. Doch, ich glaube, Chat, das können wir machen, oder? Dass sie trotzdem den magischen Gegenstand bekommen, weil der ist ziemlich cool. Bitte. Können wir bitte irgendwas kriegen, wenigstens, Alter? So eine Scheiße. Story und Dramatik. Ja, sagt Vince, ja, plus für Isa. Von Isa. Ah, ey. Ja, okay, also so ihr kriegt den besseren Loot dann, alles klar. Dann ah, cool. Und der Kampf hat so episch begonnen. Hat auch episch geendet, würde ich sagen. Der war mega. Ja. Ich finde das übrigens gut. Ihr kennt ja mein Charakterblatt nicht, aber ich war einmal an einer Stelle, wo ich nicht vollkommen fehl am Platz bin in Ever Ember und da waren meine Würfe auch entsprechend bombastisch. Stimmt. Nicht immer nur Einsen und Dreien und Fünfen. Ja. Belebt der Gegenstand. Einige neue Fragen offen. Ne, Nimrod. Ja. Ich habe die ganze Zeit immer nur so halb aufgepasst, weil ich so Angst hatte, dass ich Vio umgebracht habe. Cool. Ja, hast du ja. Nein, das ist voll in Character. Habe ich nicht. Nein. Aber ich könnte es denken. Ja, meine ich ja. Das. Viele Leute könnten das denken. Ich sag ja, und dass Xerod das nicht mitbekommen hat, ist ja auch tatsächlich dann voll in Character. Ja. Ja. Dass Xerod nicht mitbekommen hat, dass der Chat abgestimmt hat, dass sie sowieso stirbt. Das hat er nicht mitbekommen. Nee, ich meinte, was mit Aaron da am Start war. Ach so, ja. Chat, vielen Dank für eure Mitanteilnahme. Habt ihr nicht, aber mitwirken hat nichts damit zu tun. Denn die Frage für den Chat war, es passiert etwas Dramatisches. Niemand außer dem Bekloppten hier wusste, was passieren kann. Das heißt, ich habe es mir ausgedacht, Chat hat es bestimmt, ohne es zu wissen. Das heißt, ja, cool. Ja, rein, cool. Wenn es ehrlich passiert. Ja, aber sie wirken jetzt trotzdem nicht so, als wären sie ultra bestürzt. Oder als, wären sie sich irgendeiner Schuld bewusst. Ich verspreche dir, ich finde raus, wenn der Chat richtig cool findet. Nein, wenn man ganz mal ein bisschen hochscrollt, sieht man auch, dass ganz viele für Vio waren. Ja. Muss man hier im Chat ein bisschen. Ja, okay, es waren in der Regel die nicht am Anfang da waren, als die Umfrage rumging. Also Leute, ne, früher einschalten lohnt sich. Vielleicht würde sie jetzt noch leben. Ja, oder auch nicht früher einschalten, weil ihr wählt sowieso immer, dass ich explodiere. Das war tatsächlich, da wusste der Chat, wen es erwischt. Ja. Wollt ihr die anderen Sachen wissen? Ja. Aber das ist Spielerwissen, ne? Das müsst ihr jetzt ganz klar sagen. Ja, natürlich.
Gagak in der Fabrik hätte, sobald sie ihre Raserei gezündet hätte, Überraschung, Gagak zündet immer ihre Raserei, jedes Mal einen Weisheitsrettungswurf ablegen müssen, ansonsten hätte sie einen von euch angegriffen. Jede Runde. Ich hätte euch sowas von platt gemacht. Oh ja. Alter, vielleicht hättest du Ehren umgenietet. Ja, du hast vorhin 27 Schaden einmal gemacht. Das ist, und da haben wir zwei von drei Angriffen getroffen. Nur, dass ihr ein bisschen das Gefühl habt, was passiert für die, die noch nicht mit dem Stein geeicht sind, sozusagen. Voll. Ja, aber das ist voll geil, Mann. Also auch, dass du so diese Special-Modifikatoren ausdenkst und dass es halt einfach auch mal schwerer wurde. Ja. Weil ich hatte ja, auch nur noch 8 Leben. Ja, yeah, Xerhot ist echt, also der steht gerade selbst blutend, kniet er vor Vio und ist selbst am Taumeln tatsächlich. Niemand hat mich angegriffen, außer Aaron. Ich habe aber auch fast alle umgebracht, ne? Ich habe auch, die sind alle wieder aufgestanden, zähl es trotzdem. Weil, ich find's immer gut, dass ihr immer denkt, dass ich mega unnütz bin, obwohl ich in jedem Kampf mit meinen Magic Missiles brutal viel Schaden mache. Hätte Aaron nicht seinen Weisheitsrettungswurf geschafft. In Konstellation hat er geschafft, dadurch hat er keinen Schaden bekommen. Hätte er keinen Weisheit geschafft, hätte er alle seine Zauber losgeschickt mit Magic Missiles. Also auch die Stufe 1-Dinge. Da wären noch 4 drin gewesen, ne? All the spells. Okay, das war das eine mit der Fabrik und das andere noch? Casino. Genau, du wärst im Casino gewesen. Ja. Und ich wette, Jochen macht sich intern Notizen, warum. Und du hättest nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Runde, also so wie Aaron auch nach gewissen Runden erst getickt, hättest du im Casino dich selbst gesehen. Du hättest angefangen, Illusionen zu sehen, dich selbst mit unglaublichem Reichtum und Macht und neben dir Nefari und Vio an Hofstaat. Und also dieses Love Triangle pushst du richtig hart, ne? Ohne Wünsche von Xerhot, die ich interpretiere als Illusion. Noch eine Love Line. ja, und hättest tatsächlich auch Freund und Feind nicht mehr unterschieden und alle Gegner im Casino, das wären ziemlich mächtiger Elfenmagier gewesen, Illusionsmagier, wäre auch. Wenn der stärkere Gegner gewesen wäre, wäre auch ziemlich kacke gewesen. Alle im Casino hättest du die Freunde gebufft, sozusagen. Die Feinde gebufft, Entschuldigung. Also deine Inspirationen auf die Feinde gegeben. Oh, krass, okay. Ich hätte dann extra Würfel gehabt. Ja, geil. Das hätte ich auch gern gehabt. Und in der Fabrik wäre euer Gegner. Übrigens, der im Casino war ein Vendarian, ein Geflüchteter aus Umbraland, aus den Elfenklaven oben. Und in der Fabrik, der Name ist kurz aufgekommen, war Gunnar, das war der Zwerg, der die Waffenschieberei gemacht hat für die Kette. Das ist der Ausbilder von Nefari. Der Gunnar der Haken, der ehemalige Ausbilder von Nefari. Und den hättet ihr angetroffen in der Fabrik. Hätte gegen die Automaten gekämpft, die umgepolt waren als Gegner und als Endgegner wäre Iron Gunnar. Er hätte sich in einen Anzug gehauen und wäre geflogen, hätte geil. Als Iron Zwerg hätte er rumgeschossen. Warum jetzt hast du es verraten. Iron Gunnar. Ich hätte das alles gerne erlebt. Ich weiß, aber das ist, ich mache es nicht oft, aber ich wollte einmal so eine Wahl mit das habt ihr und das habt ihr nicht. Dafür habt ihr, wie gesagt, hier wird ein ganz cooler magischer Gegenstand. Beim anderen wäre es einfach viel Geld gewesen. Also, glaube ich, 3000 Goldmünzen wäre es beim Casino gewesen. Also, und wir merken, Ben ist nicht Telltale. Sonst würden wir alle drei noch erleben. Richtig. Und es wäre im Endeffekt egal, was zuerst. Und in der Fabrik, lieber Chat, mal gucken, ob ein paar... Aber Vio wird sich an das erinnern. Ja. Ja, im New Game Plus. Und Vio wäre halt einfach nur... Ein bisschen länger, ein bisschen eher tot, aber dann wäre sowieso der andere Charakter, der sonst gestorben wäre, auch weg oder nicht mehr da, damit man nicht zu viel zwei verschiedene Branching-Stories schreiben muss. Wir bekommen einen Begleiter und ich glaube, Mara und Taskete sind zumindest im Chat, beziehungsweise dürft es auch wissen, und zwar einen Diener-Automaten namens Kelvin hättet ihr dort bekommen. Das heißt tatsächlich einen C3PO sozusagen. Alter, Kelvin gegen Murray. Episches Duell. Ich hätte aber Mary oben drauf gesetzt. Dass du alles entweihen musst mit deinem dreckigen Totenschädel. Der Totenschädel kommt bald wieder zurück, ja.
Das will ich erst noch sehen, wie du das abholst. Oh, das wäre wirklich fantastisch. Wie du das abholst. Das wird fantastisch. Ja. Manche machen sich Gedanken über die Reaktion auf Vios Tod und Aaron sollte sich besser Gedanken machen, wie er die über 300 Goldstücke bezahlt. Ja, und 300 für alle Verzauberungen, das sind ja drei drauf. Okay, alle, die jetzt Calvin fragen, haben jetzt die Hausaufgabe, über die nächsten zwei Wochen Final Frontiersman bei GameCube zu gucken. Oh. Dann wieder. Das Insider im Insider, das Cinematic Benny-Uverse wird weiter gesprochen.